Die Dreifeld-Klappbrücke in Kiel. Fußgänger und Radfahrer überqueren auf ihr die Hafenspitze, die sogenannte Hörn. Regelmäßig wird sie für den Schiffsverkehr geöffnet. Die 120 Meter schrumpfen dann auf gerade einmal 25 zusammen. Ein Schauspiel, das der damalige Projektingenieur Jan Knippers heute etwas nüchterner betrachtet. Es ist eine Brücke mit unglaublich vielen Gelenken und Knoten und Rollen und Seilen. Und diese ganze Komplexität ist im Bauprozess eigentlich kaum beherrschbar, muss man ehrlich sagen. Das Grundproblem in solchen technischen Konstruktionen sind die Gelenke. Sie nutzen ab, sind wartungsaufwendig, müssen unter Umständen regelmäßig ersetzt werden, was Kosten verursacht. Deswegen war die Idee für unser Projekt, bewegliche Konstruktionen zu schaffen, die mit so wenig wie möglich mechanischen Elementen auskommen. Ein Projekt, bei dem Architekten, Bauingenieure, Verfahrenstechniker und Biologen gleichermaßen gefragt sind. Gemeinsam machen sich die Wissenschaftler auf die Suche nach einem Klappmechanismus, der künftig anfällige Gelenke ersetzen könnte. Und sie werden fündig. In der Natur. Pflanzen bewegen sich auf die unterschiedlichste Art und Weise. Echte Farne verbreiten sich durch Millionen von Sporen, die vom Wind fortgetragen werden. Diese Sporen werden im sogenannten Sporangium gebildet und durch dieses extrem schnell fortgeschleudert. Die Venusfliegenfalle, eine fleischfressende Pflanze, schnappt sogar zu, wenn sich Fliegen, Ameisen oder Spinnen in ihrem Inneren befinden. Besonders vielversprechend erscheint die Paradiesvogelblume. Die Strelitzie wird in ihrer südafrikanischen Heimat von Vögeln bestäubt. Um an den Nektar zu gelangen, fliegen sie die sogenannte Sitzstange der Blume an. Diese besteht aus zwei verwachsenen Blütenblättern. Durch das Gewicht des Vogels biegt sich die Sitzstange nach unten. Die Kronblätter öffnen sich und der Pollen wird auf den Vogel übertragen. Obwohl die Paradiesvogelblume nur einige Male bestäubt wird, ist die Klappbewegung viele tausendmal möglich, ohne dass eine Abnutzung durch Materialermüdung eintritt. Genau das, wonach die Wissenschaftler gesucht haben. Am Institut für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart analysiert das Team um Professor Knippers den Bewegungsmechanismus. Julian Dienhardt und Simon Schleicher bauen ihn in ersten kleinen Modellen nach. Es entsteht ein Element, das sich aufbiegt, sobald man sein Rückgrat unter Spannung setzt. Schnell wird den Wissenschaftlern klar, in welchen Bereichen sie diese Klappen einsetzen können. Wir haben es ja hier eigentlich mit einem ganz grundlegenden Prinzip zu tun, was wir, weil wir aus der Warte des Bauingenieurs und des Architekten darauf schauen, jetzt für eine Fassadenverschattung zeigen, weil das eigentlich die Elemente sind, die wir im Bauwesen vor allen Dingen bewegen müssen. Wir können uns das aber auch vorstellen, dass das für ganz andere Industrien von Nutzen sein kann. Ja? Wir haben auch Klappen im Flugzeug oder wir haben Klappen in der Medizintechnik. Die Paradiesvogelblume inspiriert zu einer neuen Art der Gebäudeverschattung, die einfacher, wartungsärmer und anpassungsfähiger sein soll als bisherige Produkte. Einen Namen hat der gelenkfreie Klappmechanismus auch schon: Flektofin. Julian Dienhardt und seine Kollegen machen sich daran, Simulationsverfahren zu entwickeln, um am Computer die Verformung der Lamellen darstellen zu können. Wie sieht es im Inneren aus, wenn sie umgeklappt werden? Welche Belastungen treten auf? Mit einem ersten virtuellen Modell wagt sich das Team schließlich an die Umsetzung in der Praxis. Was wir hier sehen, ist eigentlich so einer der ersten Prototypen, die wir gebaut haben. Wir haben hier bereits schon eine optimierte Randgeometrie, ein versteifendes Randprofil auch oben und auch bereits Verstärkungsfasern in der Ebene drin, um die Spannungsspitzen, die großen Kräfte, die wir hier am Ende kriegen, abbauen zu können. Wir sehen aber auch, dass dieses Element nach einigen Umklappen versagt ist. Das heißt, wir hatten noch einen Weg vor uns, das weiter zu optimieren. Und haben dann eigentlich die Frage nochmal zurück an die Biologen gestellt. Was gibt es denn für Systeme, wo elastische Elemente an ein steifes Element anschließen, die nicht einreißen dürfen? Und das sehen wir eigentlich in fast jedem Blatt. Und wieder ist die Natur das Vorbild. Die Wissenschaftler orientieren sich an der Struktur des Eukalyptusblattes, um den Flektofin haltbarer zu machen und die Verstärkungsfasern effektiver anzuordnen. Auch bei der Auswahl der Materialien erfolgt ein Feinschliff. Faserverstärkter Kunststoff überzeugt, weil er stabil, flexibel, witterungsbeständig und günstig ist. Jedoch mussten eine Reihe von Tests mit verschiedenen Harzkombinationen und unterschiedlichen Schichten in der Lamelle erst zeigen, welche Variante sich am besten eignet. Mit Erfolg. Eine immer und immer wieder klappbare Lamelle ist entstanden. Bei der Herstellung bekam die Uni Stuttgart Unterstützung vom Institut für Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf.
Mit einer speziellen Vakuumtechnologie, kurz VAP, werden hier die Lamellen gefertigt. In einem ersten Schritt zeichnet die wissenschaftliche Mitarbeiterin Lena Müller die Konturpunkte auf eine Form. Ein Dichtband wird aufgeklebt, an dem später auch verschiedene Schichten im Herstellungsprozess befestigt werden können. Zur Verstärkung der Ränder wird ein Glasgewebeband aufgebracht. Dann kommen die Glasfasern an die Reihe, die nach dem Vorbild des Eukalyptusblattes aufgelegt werden. Es folgen einige Schichten mit Glasgewebe. Alle weiteren Lagen, die nun aufgetragen werden, dienen nur zur Herstellung und werden später nicht im Flektofin enthalten sein. Luftdicht verschlossen wird die künftige Lamelle unter einer Vakuumfolie. Im nächsten Schritt wird das Harz angerührt und an einen Kanal angeschlossen, der ins Innere des Aufbaus führt. Ein Vakuum wird erzeugt, das Harz eingesogen. Mindestens 10 Stunden dauert das Aushärten, dann kann die neue Lamelle ausgepackt werden. Julian Lienhardt macht sich auf den Weg, um sich die neuesten Ergebnisse anzuschauen. Eine Weiterentwicklung gibt es bereits. Inzwischen werden 2 Lamellen auf einem Rückgrat verklebt, so entsteht eine Art Doppelflektofin, der mehr Schatten spenden kann und auf diese Weise sogar noch stabiler wird. Noch wird die Biegung, die das Umklappen zur Folge hat, von Hand oder von einem Motor ausgelöst. Aber auch das soll sich in Zukunft ändern. Wir können verschiedene Temperaturausdehnungen in diesem Rückgrat erzeugen. Und diese verschiedenartige Ausdehnung erzeugt dann die Krümmung direkt in diesem Element. Und damit hätten wir dann nicht nur die Kinematik aus einem Material und verschiedener Steifigkeitsverteilung erzeugt, sondern auch die Aktuatorik. Das heißt, die initiierte Krümmung in dem Rückgrat, in diesem Rückgrat selber zu erzeugen und nicht Spannungsspitzen zu haben durch extern aufgebrachte Lasten. Ob doppelt oder einzeln, so wie in dieser Testanlage, könnte der Flektofin in den kommenden Jahren schon die ersten Fassaden zieren. Projektkoordinator Professor Knippers hat dabei vor allem ungewöhnliche Bauten in heißen Ländern im Auge, beispielsweise in Dubai oder Shanghai. Wir haben recht früh gesehen, dass wir dieses System für Fassadenverschattungen benutzen können und wollen. Und wir haben das eigentliche Potenzial dieses Ansatzes erst im Laufe des Prozesses erkannt, nämlich die Möglichkeit, damit auch freigeformte, komplexe Glaskonstruktionen, Fassadenkonstruktionen, Glasdächer zu verschatten, weil sich diese Struktur einfach an beliebige Geometrien und beliebige Größen anpassen lässt. In den Büros der Uni Stuttgart wird unterdessen schon an der nächsten Idee gearbeitet, einem Sonnenschirm nach dem Vorbild der Lilie.